Steakbraten in der Edelstahlpfanne ohne Fett, geht das? Ich behaupte ja und beweise es Ihnen. Wichtig dabei ist, dass Sie eine gute Edelstahlpfanne haben und dass die richtige Temperatur hat. Das können Sie kontrollieren, denn wir sind hier bei Temperaturen über 300 Grad. Und zwar mit dem Wassertropfentest. Ich habe jetzt mal die Induktion hier gestartet. Die Pfanne ist schon heiß. Ich gebe den ersten Teelöffel Wasser mit hinein. Zack, und Sie sehen, das Wasser verdampft, verkocht sofort. Das heißt, ich warte noch eine halbe Minute. So, jetzt kommt der zweite Versuch. Der nächste Teelöffel Wasser kommt in die Pfanne. Und Sie sehen jetzt schon, er verkocht gar nicht mehr so schnell. Es bilden sich jetzt sogar schon kleine Wassertröpfchen, die in der Pfanne hin und her sausen, von links nach rechts, von oben nach unten. Aber heißt, immer noch zu kalt. Die Wassertropfen müssen größer sein. Wir warten noch eine halbe Minute. Jetzt der nächste Versuch. Wieder ein Teelöffelchen Wasser mit hinein. Oh, und Sie sehen, der Wassertropfen bleibt kompakt in der Pfanne und er tanzt in der Pfanne förmlich umher. Und er bleibt auch in der Größe. Das heißt, er verkocht nicht mehr. Das ist das Zeichen, die Temperatur ist optimal, um jetzt die Steaks einzulegen. So, die Steaks, egal ob jetzt Pute, Hähnchen, Rind oder Schwein, werden jetzt ungewürzt in die Pfanne gelegt und leicht angedrückt. Alle drei Steaks hier mit hinein. Und jetzt gilt es etwas zu warten, bis sich das Fleisch selber vom Pfannenboden löst oder gelöst hat. Wenn es soweit ist, dann kurz vorher noch einmal mit Salz, Pfeffer gewürzt und gewendet. Da bleibt es nochmal 1, 2, 3 Minuten liegen, je nachdem, wie man es auch vom Garpunkt haben möchte. Und Sie sehen, dass hier eine wunderbare Bräunung entstanden ist und auch ein leichter Bratensatz in der Pfanne. Und wir haben kein Fett verwendet. Ich reduziere schon mal die Hitze etwas von der Platte, dass wir etwas runterkommen. Das reicht jetzt aus zum Nachbraten des Fleisches. Und wenn ich dann auch sehe, von der anderen Seite ist das Fleisch gelöst, dann nehme ich es heraus und decke es mit einem Schüsselchen, mit einem Tellerchen ab, sodass es so ein bisschen nachziehen kann. So, jetzt ist der Zeitpunkt da für unsere Soße. Es kommt ein bisschen Öl dazu. Ich habe hier ein Sonnenblumenbratöl. Dazu ein paar feine Zwiebelwürfelchen. Und jetzt schwitze ich die so ein bisschen in der Pfanne an und löse damit auch schon den Bratensatz. Das heißt, Sie sehen, es gibt schon eine leichte Bräunung von den Zutaten, die hier drin sind. Jetzt kommen die Pfefferkörner mit hinein. Die habe ich so ungefähr eine Stunde eingeweicht in Wasser. Die auch ein bisschen mit anschwitzen. Einen Teelöffel Honig zum Karamellisieren dieser Pfefferkörner, der Zwiebelwürfel. Und jetzt wird aufgegossen mit ein bisschen Milch, Sahne oder Gemüsebrühe, die dann letztendlich die Soße ergibt. Alles wird verrührt, es köchelt auch ein bisschen ein, es reduziert sich, es wird also eine etwas konsistente Soße. Und jetzt kommt das Fleisch nochmal kurz rein, um es nochmal nachziehen zu lassen. Es kocht jetzt gar nicht mehr, es zieht also bei 90, 95 Grad in der Pfanne gar. So, und jetzt geht es auch schon ums Anrichten. Das heißt, ich richte das Fleisch jetzt auf dem Teller an, so fächerförmig. Die Soße wird übergossen, das heißt in der Fachsprache napiert. Dazu die frisch geschnittene Petersilie, ein paar Kartoffelchen. Voilà, das war Braten in der Edelstahlpfanne ohne Fett. Ich habe es bewiesen. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Nachkochen und beim Probieren. Guten Appetit.